Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des dritten Durchlaufs Resident Evil 5. Mit mir, eurem Illyria und Hisky. Was ist? Die Autofahrt. Ja. Jetzt kommt die Autofahrt. Eine Autofahrt ist schön, eine Autofahrt ist lustig. Eine Autofahrt kann mir im Arsch lecken. Wir werden so oft sterben, ich sag's dir. Ja, Spam Escape, bitte. Ich will diese Katze nicht sehen. Bei mir ist die Funktion nämlich vorhanden. Kann ich Escape drücken. Spam trotzdem. Ich will das weghaben. Ah, ich will die Katze. So doof, dass man diese Katze nicht überspringen kann. Ja, lass nicht locker. Also 3 oder 4 Treffer mehr halten wir nicht, glaube ich, nicht aus. Vielleicht auch 5 mit Glück. Übrigens sind wir nicht hier One-Shot. Das wäre ultra mies. Schwör ich dir. Aber jetzt musst du besonders auf... auf sowas achten und auf... die was werfen. Das hat zum Glück lange genug gezeigt. Ja. Na, wir halten mehr aus als ich... Was war das? Alter, die vorne schießen. Kümmert du dich um den LKW, ich kümmere mich um die hier vorne sind. Vielleicht einfach effektiver. Ja, okay. Ja, ist gut, dann kümmere ich mich um die Entfernteren. Hallo? Machst du um den LKW? Du LKW, ich die anderen. Ach so, ich LKW. Weil ich glaube, es ist ein bisschen besser, wenn du den LKW immer machst. Weil ich kann schneller auf die Motorräder reagieren. Aha. Na, schaffen wir's? Gut. Kein Leben verloren. Links zum LKW. Ich kümmere mich um oben die Leute und du versuchst einfach die LKW zu zerstören. Ich komm leider nicht ran, ich muss mich um die Motorradfahrer hier kümmern, haben wir ein Problem. Aua. Eieiei, ja, die Molotovs. Aber weniger als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Nein, die steckten weniger ein, als ich erwartet habe. Ja, das auch. Geht doch, LKW-Schrott. Okay, ich dachte, okay. Aber der Boss wird da wahrscheinlich ein bisschen. Ja. Da werden wir vielleicht alle 3 Phasen haben. Also normalerweise muss man den 3-mal machen und wir schaffen den meisten sogar schon 2-mal. Wo fährst du? Ah, links und rechts sind sie jetzt voll. So. Hört auf und ab zu schießen. Ja, wieder Verkaufswert. Ist in Ordnung. Alter! Ja. Die machen so ein Damage. Oh ja. Ja, der LKW-Fahrer ist tot. Ah, ich überhitzt. Shit. Aua. Das muss ein chinesisches Auto sein. Der hält nichts aus. So wie das Bild mit dem deutschen Fahrrad und chinesischen Auto. Wie war das nochmal? So wie das eine Bild mit dem deutschen Fahrrad im chinesischen Auto, wo chinesische Auto komplett zerstört ist. Und das deutsche Fahrrad keinen Kratzer hatte. So, und jetzt der LKW. Na. Shit. Genau, wollte ich gerade sagen. Ich kann überschießen, überhitzt. Ja, ich genauso. Alter, da kommen so viele, ey. Die wurden jetzt rausgespammt. Ja, wir sollten den einen Treffer aushalten. Achtung, von rechts kommt er jetzt, ne? Also nach rechts gucken. Okay, ich gucke nach rechts. Und schießen. So. Glück, wie schnell Schrott geht. Ah, überhitzt. Fast. Sehr schön. Sehr schön. Und fast tot sind wir. Fast ja, tot. Aber es sollte keine... Ja, noch ein paar Motorräder und das... gewesen, weil von haben wir Bowling gespielt oder was war das? So eine Art. Wie sind man nicht gestorben? Ja. Und jetzt haben wir beim Anfänger sind wir gestorben. Ja, auf Amateur sind wir gestorben. Oh Gott, Profi schaffen wir. Ja, jetzt fehlt noch der Boss.
Wieso F und V? Leck mich doch am Arsch. Bei mir war es A und D. So, du tot. Danke. Fuß weg damit. Ich bin kein Fußfetischist. Überhitzt. Ja, ist in Ordnung. Ist ein bisschen Zeit. So, auf die Dinger ballern. Kopf erstmal so gut wie möglich. Kopf ignorieren nochmal. Nein, hör auf damit. Zeig uns deine wunderschönen. Gott, was war das? Was war das denn diesmal? Das ist eine gute Frage. Nein, Fuß weg damit. Alter. Alter, die Gegner spawnen noch die ganze Zeit. Links und rechts, links und rechts. Ja, wie fällt das aus? Geht doch. Puh. Ob wir das beim ersten Mal Versuch schaffen, das und viel mehr sehen bei der nächsten Folge. Ja, genau. Genau, schön stillhalten. Ich bin fast überhitzt gewesen. So, wenn er treten will, ist ja kein Problem. Treten ist das, was du am leichtesten irgendwie ist. Oder die Schlage, weil man deinen Kopf machen kann und dann... Ja, überhitzt. Shit. Ja, das Überhitzen ist jetzt hier noch schlimmer. Da müssen wir... Oh Gott. Ich merke das schon. Ja, besser. Gut. Noch ein Treffer und wir sind tot. Ja, aber sowas von tot. Aha. Okay, gut, A und D. Ja. Shit. Du bist tot, ne? Sie sind. Ja, ich glaube, es ist egal. Da steht immer, sie sind tot, also dass ich tot bin. Ja, war ein guter Ball. Aber es ist trotzdem ein guter Durchlauf. Ja. Gut. Nein, du nimmst das Ding nicht. Nein, kommst nicht auf uns zu. Alter, was soll man dagegen machen? Bei mir wurde nichts angezeigt, was ich drücken soll. Nee, man wird auf den Kopf schießen müssen in der Zeit. Überhitzt. Ah Gott. Du musst echt aufpassen, dass wir... Ja. Du musst auf die Überhitzung aufpassen. Uns totgetrampelt, dieses dicke Mistvieh. Ja, auf die Überhitzung. Wir können nicht mehr einfach so drauf los, weil wir müssen wirklich drauf achten. Gut. Willkommen. Jetzt rasch statt rechts. Jetzt hat er es wieder in den Schultern. Ach Mann. Schultern ist so doof zu treffen. Ist zwar relativ am stabilsten, aber. Kopf, 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 Kopf. Dankeschön. Ja. Sehr schön. Schon. Ich überhitze schon wieder. Ja, nicht Dauerfeuer dann machen. Ja, aber dann hört das Ding auf sich zu drehen und ich kann nicht mehr schießen. Ja, aber lieber kühler halten als ganz halt irgendwo roten, als zu weit oben. Mhm. Sei ein braves Monster, halt still. Und wenn du den Kopf nicht treffen kannst, dann hör auf zu schießen. Ist auch am besten so. Also wenn du nicht schießen kannst, dann aufhören zu schießen. Mache ich auch. Gut. Genau. So war gut. Ja, komm, wir kommen jetzt gut durch.
Kommt er. Ja, warum hast du es angeschossen? Hä? Du hast das Fass recht zerstört. Aus Versehen. Oh, nicht das wieder. Doch. Schön, dass du hier immer nur F und V drücken musst. Ah, gut. Ein Vieh tot. Oh Gott, die Taste wurde für eine Millisekunde angezeigt und ist er zurückgeschreckt. Ich hatte auch bei mir war gerade ganz knapp mit überhitzen. Ach, danke, dass du es gesagt hast. Jetzt wird ein Stein raus. Wir müssen auf den Stein ballern, was es geht. Ja, shit. War wohl nix. Nee, nicht gut genug. Alter, der reißt jetzt gerade alles raus. Das Problem ist, mit den Steinen, die kann er endlos holen, alles andere nicht. Ja, ist ja gut. Nicht auf seinen Kopf schießen, sondern auf das Vieh schießen. Okay, wenn die Viecher draußen sind, nur auf das genau. Vieh schießen. Kopf in diesem Augenblick vollkommen irrelevant, außer er greift uns an. Okay. Ignorieren. Der hätte es jetzt nicht drauf schießen sollen. Auf den nach rechts. Okay. So, noch einmal und dann. Gott, gut. Schwenkert. Schon. Zeigt deine wunderschönen Sprösslinge. Ah, shit. Ach, puh. Gut. Gut, dass er gerade Schlangen hat und nicht seinen Fuß rausgeholt hat. Oder seine. Ja, allerdings. So, jetzt noch einer. Ja, gut. Schon. Ach. Na, endlich. Puh. Was? Ja, noch, geht noch eine Runde? Ja, nur raufschießen, das ist vielleicht down. Oh. Also der ist als Boss schon echt hart in diesem Sinne, aber. Das schön, aber ja. Nur weil er so viel Schaden macht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich. Boah. Wenn wir nicht so oft gestorben hätten, wahrscheinlich einen Endeffekt S bekommen. Ja, würde ich auch sagen. Gut. Aber, ja, hast du noch was zu sagen? Nee, ich bin fertig. Gut, ich auch so ziemlich. Gut, liebe Zuschauer, das war's für diese Folge. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß genauso wie wir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, Leute. Und falls euch der Part gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da bei mir und bei Illyria. Schaut auch jeweils bei uns vorbei. Bis dahin, Cheerio.